So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Letztes Mal haben wir die Wipes-Aufträge fast durchbekommen, soweit wie sie sind. Und haben jetzt hier Phase 5 von 5. Stimme den Reliktsplitter ab. Wir müssen, glaube ich, wirklich nur noch... Oh mein Gott, wir fliegen direkt drüber. Das ist auch interessant. Ja, aber wir müssen tatsächlich nur noch dahin abstimmen. Und ich glaube, dann war es das mit Wipes 5. Ich glaube, dann war es das mit Wipes 5. Ich glaube, dann haben wir 30 Tage lang, ne, hier. Wipes 6 in 30 Tagen verfügbar. Also ich glaube, dann haben wir 30 Tage lang nichts mehr, was Wipes angeht, zu tun. Es kommen natürlich dann wieder neue Aufträge dazu von irgendwelchen anderen Geschichten. Aber an sich kein Wipes mehr. Das halte ich tatsächlich gar nicht mal für so schlecht. So, wo ist denn das? Wo muss ich denn da hin? Da ist das Ausrufezeichen. Hier ist das Ausrufezeichen. Ist das da drauf? Oder ist das dort? Nee, da unten. Da, dieses Ding ist es. Dieses komische Ding ist es. Ist mir jetzt auch egal, wenn ich gleich drauf gehen sollte. Ich will ja nur kurz abstimmen und dann ist alles cool. Ist er abgestimmt? Der Wissenschaftler wird so stolz auf mich sein. Ah, nee, es kommt noch mal eine Geräteetablierung. Wir sind noch nicht fertig. Okay, wo ist die? Okay, dann gehen wir dahin. Also gleich dann zumindest. Oh, ich komme hier gar nicht rein, oder was? Was ist das denn hier, hä? Ach, ist das so ein abgestürztes Ding? Scheiße, ich habe jetzt nichts. Ich habe nichts und da drüben sind Leute. Okay. Schwierig. Gut, dann hauen wir erstmal ab, würde ich sagen. Fahren irgendwo hin, wo ich auch schnell mal mich ausrüsten kann. Zum Beispiel hier. Hier kann ich mich ausrüsten. Wenn ich reinkomme. Oh, habe ich mit dir schon mal gequatscht, Kollege? Hallo? Nein, habe ich nicht. Perfekt. Und die Maske haben wir auch noch gefunden. Sehr schön. So muss das. Und wir haben eine Waffe. Oh, ist das wieder dieses... Ja. Versammle hier Spieler zum Freischalten. Ja, Gruppenschloss nützt mir nichts. Oder kann ich irgendwie... Das ist ja was, was ich rausfinden wollte. Kann man die irgendwie rekrutieren? Weil das eine Mal hat doch der eine Typ so einen Typ dabei gehabt. Kann ich dich irgendwie rekrutieren? So, für mich? Und da ist die nächste Maske. Stark. Sehr gut. Vielleicht finden wir noch die dritte. Die scheinen ja alle hier zu sein. Ist sie das? Oder ist das eine Granate? Das ist sie... Das ist sie, zack. Nice. Außenposten der 7 Masken abgeschlossen. Sehr schön. So, Kollege. Was kann ich mit dir? Fahrzeugmodifikation? Nee, da kann nur der verkauft nur irgendein Zeug. Nee, brauche ich nicht. Ist in Ordnung, danke. Ist okay, Kollege, ist okay. So, ein bisschen Munition noch. Hier gibt es auch nochmal Munition. Okay. Aber das war es dann auch schon, ne? Gut, Geräteetablierung ist da drüben. Das ist auch die nächste, richtig? Ja, das ist die nächste. Okay. Es war hier noch irgendwo... Ach, das waren die Kisten da unten. Aber da drüben war noch eine Kiste. Die will ich noch kurz mitnehmen. Bevor wir hier weiterziehen. Hier ist nochmal ein bisschen Munition. Ja, die ist auf jeden Fall besser als das. So, dich nehme ich noch mehr. Oh, das ist eine blaue! Ja, nice! Oh mein Gott! Komm zu Papa. Oh, das ist die da. Dann kann ich die wegschmeißen. Dann kann ich die wegschmeißen. Hallo? Jetzt. Und die wieder mitnehmen.
Okay, cool. Da drüben ist ein Spieler. Will ich mich da einmischen? Nee, ich lasse den mal in Ruhe. Der soll mein Ruhespieler sein. Wo ist jetzt mein Boot? Irgendwo ist doch hier... Da ist mein Boot. Was ist das da eigentlich in der Mitte? Da war ich ja auch noch nie drauf, ne? Wir haben halt noch kaum Schilde. Das ist nicht ganz so gut, dass wir kaum Schilde haben bisher. Alter, geht der Hai wieder ab und zersäbelt hier alles, oder wie sehe ich das? Wo ist eigentlich dann die Zone? Okay, ist direkt auf dem Weg. Wird die schon kleiner gerade? Ja, die wird schon. Ja, okay, dann... Ja, da muss ich Gas geben. Wir haben halt noch kaum Schilde. Was heißt kaum? Wir haben keine Schilde. Wir haben nur den 50er Schilde, der halt normal ist. Okay, eine DMR kann man trotzdem mal mitnehmen. Die mag ich schon, weil ich da schön zoomen kann. Ich denke, damit bin ich trotzdem noch schneller, als wenn ich zu Fuß bin. Nein, da kommt die Zone schon. Das ist doch frech. Ich sehe nix. Okay, hier ist die Geräteverbindung. So. Und schnell weiter. Wie schön für dich. Oh ne, dann muss ich wieder da runter zu den Ruinen, ne? Ach scheiße, dann geht es in der Runde schon wieder nicht mehr. Bäm! Sick. Das war schlecht. Nein, 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 nein. Raus da. Erstmal heilen hier. Wenn ich dazu kommen sollte. Ist hier was zum Heilen? Oh, ich habe was zum Heilen dabei, sehe ich gerade. Ja, weiter als 75 geht's leider mit den Dingern nicht. Damn. Die Person da unten noch irgendwo unterwegs, die da auf mich geschossen hat.
Nein, schlecht. Scheiße. Tu mir damit keinen Gefallen gerade. Oh Gott, und die Zone kommt. Ach, er legt mich doch am Arsch. Schade, ich dachte, ich kann mich da ein bisschen mit dazu gesellen. Hat nicht funktioniert. Okay. Gut, aber wir müssen jetzt in Wipes 5 noch wieder einen Splitter holen aus den Ruinen. Das heißt, jetzt zu den Ruinen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe Quatsch geredet. Die Mission ist, drei Spiegel auszurichten. Okay, also irgendwie drei Spiegel finden und ausrichten. Gut. So oder so, wir müssen dahin. Wir müssen in jedem Fall dahin. Alles andere ist egal. Gut. Ich habe ein bisschen zu bald gestartet, sehe ich gerade, ne? Ist noch gar nicht, aber ist egal. Dann guckt ihr mir halt noch ein bisschen zu, wie ich hier warte. Es geht zum Glück, also, das muss man sagen, es geht zum Glück echt schnell los. Also man hat hier wirklich kaum Wartezeit. Mit dem Ding muss ich echt mal lernen, besser umzugehen. Es macht halt so viel Schaden, wenn man trifft. Ne? Wenn man mal trifft. Okay. Also, darüber. Das Gute ist, es ist recht weit von der Strecke hier weg. Also, da werden sie nicht so viele gleich hinfahren wollen. Fliegen. Was auch immer. Okay. Und Abflug. Und drei Spiegel ausrichten klingt jetzt nicht nach was, was ich schnell mal machen kann, sondern muss ich schon an drei verschiedene Orte hin. Okay, wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Da unten wäre unsere typische Tankstelle. Der wir schon ganz oft gestartet haben. Dann starten wir da diesmal auch wieder. Ah, wobei, da ist einer mit mir. Nee, muss nicht. Dann segeln wir gleich weiter. Komm. Wurscht. Wurscht. Wir segeln einfach gleich dahin, wo wir hinwollen. Hoppala. Okay. So, erzähl mir, wo ich hin. Okay, da ist der. Da ist das Symbol. Jetzt habe ich den Reifen, ich brauche doch keinen Reifen. Aber eine Waffe wäre schon nicht schlecht zum Verteidigen. Bisschen Schild schnell mal aufladen. So. Ach, guck mal, hier hätten wir auch jetzt so ein Ding. Also die hätte es tatsächlich an verschiedenen Orten gegeben, diese Teile. Ah, hier sind die Spiegel. Okay, der geht jetzt hier runter. Jetzt muss ich den ausrichten. Jetzt muss ich den ausrichten. Das ist der Splitter. Oh, Solid State Drive. Ich bin bereit. Den Splitter muss ich jetzt wieder abstimmen. Wo? Da. Okay. Da müssen wir hinkommen. Kriegen wir hin. Da müssen wir jetzt hinkommen. Unvorbereitet ist sicherlich nicht die beste Idee. Oh, kann ich im Zelt komplett meine Schilde eigentlich aufladen? Also komplett? Ich will nicht abbauen. Ich will... Hä? Ah, ausruhen. Gehen da die Schilde auch hoch? Ich habe schon mal... bin mir nicht sicher. Nee, okay, Schilde gehen nicht hoch. Okay, Schilde gehen nicht hoch. Ist in Ordnung.
So, Reifen jetzt mal weg mit dem Quatsch. Braucht kein Mensch hier. Ah, da drüben wird geschossen. Interessiert mich aber eigentlich jetzt nicht so sehr. Ich würde nur gerne noch ein bisschen Munition hier mitnehmen und sowas. Und natürlich ein Hammer-Sturmgewehr, wenn wir schon dran vorbeilaufen. Das ist natürlich eine Geschichte, die nehme ich gerne mit. Okay, Schilde aufbauen können wir hiermit auch ganz gut. Leider keine Frucht an dem Ding. Aber ist in Ordnung. Ja, was soll es auch anderes sein, wenn es nicht in Ordnung wäre? Hätte ich halt Pech gehabt. Okay, da drüben ist das andere Schild. Sehr gut. Schön Munition nochmal mitnehmen. Da wäre auch nochmal so ein Ding. Aber die brauchen wir, wie gesagt, jetzt nicht mehr. Okay, dann einmal kurz den hier. Dann haben wir volle Schilde. Und dann begeben wir uns fix zum Abstimmen des Relikts. In der Hoffnung. Okay. Ja. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Na komm her. Okay. Und los geht's. Okay, so nicht. So, dann kommen wir da jetzt ganz gut hin. Hui. Komme ich da hoch? Ja, passt schon. Sehr schön. Ah, wahrscheinlich habe ich manchmal die Markierung. Ich habe mich ja immer gewundert, warum das manchmal weg ist. Wenn man da drauf zeigt, kann man das auch aufheben. Ich verstehe. Und hier wäre dann der nächste Ort zum Abstimmen. Du hast alle drei Splitter abgeschnitten. Zeit zum Zerstören. Zusammensetzen. Ist beides hier richtig zusammen, meiner Wortdatenbank? Okay, da vorne wäre gleich die nächste Etablierung. Dann nehmen wir die doch gleich mit. Wenn wir schon hier sind. Zack, und los geht's. Betritt die Hauptkammer von Schaffelschwein. Hast du die Splitter aufeinander abgestimmt? Nein! Jemand hat wohl das Splittonomikon gelesen. Bestimmt sie. Jedenfalls hat es jemand gelesen. Geh zur Hauptkammer des Tempels. Dort müsste man die Splitter verbinden können. Da war ich doch jetzt schon. Oh, okay. Wo ist mein Tier eigentlich jetzt hin? Ich habe ein Problem. Kommt der wieder? Tier? Ja! Hallo! Komm her! Sehr schön. Okay, dann muss ich trotzdem noch, brauche ich trotzdem noch mal einen neuen Anlauf für... Ja, also wisst ihr schon für was. Okay, das können wir ersetzen mit dem. Das ist sehr gut und wichtig und richtig. Komm her. So. Geld. Okay. Oh, noch eine Kiste. Das kann man nicht ersetzen. Gut. Gut, 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 gut. So. Da wäre eine Kasse drin. Schön viel Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Irgendwo wird geschossen. Ich würde natürlich jetzt gerne mal langsam den Kopfschuss hinbekommen. Ich meine, es fehlt nur einer. Ich habe vier schon hinbekommen. Es kann doch nicht so schwer sein, den fünften auch noch zu setzen. Oh, Okay, Hund ist müde.
Ich! Okay, Kopfschuss, Kopfschuss, komm, komm. Mist. Ach, das sagt. Okay, Kopfschuss. Gibt's doch nicht. Zählt das nicht als. Ich hab das. Ich hab ihn. Yes. Die dämliche Kopfschussmission ist weg. Wir brauchen kein Hammersturmgewehr mehr unbedingt. Oh mein Gott, yes. Bist du wieder fit? Okay, cool. Er ist wieder fit. Nice. Dann müssen wir ihn auch nicht unbedingt überall anstrengen. Oh mein Gott. Wo kam der her? Wo kam der her? Wo ist der? Ich sehe den noch nicht. Ich sehe den leider nicht. Okay, nützt mir nichts. Ah, irgendeiner sieht mich, aber ich sehe ihn leider nicht. Jetzt sehe ich ihn. Ja, jetzt habe ich dich bemerkt, mein Freund. Jetzt habe ich dich bemerkt. Okay, der Hund. Ja, das war's dann auch mit dem Hund. Rutschi. Nein, meine Waffe! Jetzt habe ich das Fleisch statt den Hund. Das Salvengewehr nicht mehr gehabt. Das war natürlich ganz schlechte Idee. Also, es war gar keine Idee, weil das wollte ich auch gar nicht. Oh, Scheiße. Oh, shit. Ganz anderes Problem gerade. Ganz anderes Problem gerade. Ich habe keine Zeit hier für den Blödsinn. Wie weit muss ich denn? Oh Gott. Aber in der Stadt wären Autos. In der Stadt wären Autos. Ja, 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 ja. Sehr gut. Wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles easy. Alles easy. Wir kommen hier raus. Gar kein Thema. Lol. Alter, was war das denn für eine Equality-Option hier? Vor allem, die werden jetzt alle, die sind jetzt alle noch, hängen da jetzt fest, ne? Also, puh. Okay. Hui! So, ich bin jetzt ein Boot. So, und wir sind jetzt jedenfalls safe. Zwar mehr. Oh, okay. Ich meine, es ist ein besseres Hammersturmgewehr. Dann kann man es auch mitnehmen. Ich habe ja nichts gegen das Hammersturmgewehr an sich. Ich brauche es ja nur nicht mehr für die Mission. Okay. So, wo ist das nächste Ding, wo ich dann hin muss? Sind wir gut? Perfekt. Optimal sind wir sogar. Optimal. Nice, einen zweiten. Sehr schön, sehr wichtig. Kann man immer gut gebrauchen. Drüben wird geschossen. Oh, ich verstecke mich mal hier so ein bisschen. Oh. Hast du was gegen mich? Ja. Aber ich habe nichts gegen dich. Da unten ist einer. Ne, ist ein Vogel. Sorry. Bin schon ganz perplex. Aber jetzt trotzdem, hier ist irgendwas, irgendwas ist hier in der Nähe, was hier abgeht. Irgendwas geht hier in der Nähe ab.
Irgendwas geht hier in der Nähe ganz gewaltig ab. Die Markierung können wir jetzt mal aufheben. Komm, wir machen mal wieder eine Jagd. Diesmal verfolge ich die auch. Okay, wo kommt einer aus der Luft? Kommt einer. Wo kommt der her? Weg ist er. Okay, vielleicht kriegen wir ja mal... Ich glaube, wir haben noch nie ein Kopfgeld bekommen, oder? Ich glaube, wir haben das noch nie geschafft. Weil ich halt immer irgendwas anderes... Oh, ist das die Person vielleicht in der Kugel? Das wäre natürlich nicht so cool. Ich weiß noch nicht, ob ich das Auto treffe oder ihn. Schlecht. Sturmgewehrspezialist, okay. Warum auch immer. Was ist denn das? Ach, das ist mein Hund, ne? Versucht er zu mir zu kommen? Kann sein. Oh! Kugelgeräusch oder was? Ah. Ja, gut. Schlechte Idee, so ranzuzoomen. Scheiße. Egal. Barscht. So. Was müssen wir jetzt? Ach ja, wir müssen in die. Nochmal zu den Ruinen in die Hauptdings. Also müssen wir nochmal diese Symbole erstellen. Ah, okay. Dann wissen wir, mit was wir zu tun haben und wie es geht. Let's go. So. Und die Party steigt schon wieder. Ja, okay. Eigentlich weiß ich, wo die Ruinen sind. Aber egal. Problem ist, das ist sehr nah. Das heißt, da werden jetzt sehr viele aussteigen. Bedeutet, wahrscheinlich gehe ich gleich wieder drauf und kann nicht in die Hauptkammer rein. Aber wir werden sehen. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Das heißt, diese Hauptkammer ist nicht nur für die Indiana Jones-Aufträge da, sondern auch für anderes. Ja, siehst du, da kommen jetzt... Oh Gott, da kommen 3 Millionen. Och, nö. Gefühlt 3 Millionen andere. Okay, komm, wir gehen erstmal hier in die Häuser. Ich hoffe, da bin ich ein bisschen... habe ich ein bisschen meine Ruhe. Erstmal eine richtig krasse Waffe auch. Also, puh. Das ist schon ein sehr guter Start, muss ich sagen. Nicht. Aber hier ist die Grube, wenn ich das richtig... Ah, hier ist eine bessere Waffe schon mal. So. Und hier ist doch auch... Genau, hier ist eine Kiste. Oh, sogar eine blaue. Okay, das ist jetzt schon eine ganz andere Option hier. Okay, Zone ist eigentlich auch ganz nett. Zone ist sehr nah an dem ganzen Kram hier dran. Jetzt muss ich nur problemlos zu dieser blöden Geschichte da unten hinkommen. Wir haben jetzt allerdings auch gesehen, wo diese ganzen Tafeln sind. Also mit ein bisschen Glück muss ich auch nicht viel raten da unten und wir ersparen uns einiges an Zeit. Aber hier, ja, also die sollen sich ruhig gegenseitig erschießen. Da bin ich überhaupt nicht böse.
So, hier wäre nämlich dann die erste Tafel. Okay. Ganz links, ganz rechts ist rot. War hier nicht auch gleich die zweite irgendwo in der Nähe? Ach, die war da oben. Ich erinnere mich, die war da oben. Die war da oben hinter diesem Ding. Im Moment wird hier auch nicht mehr geschossen, ne? Sind wir safe? Also direkt daneben ist blau, okay. Also blau-rot. Und dann könnten wir den Rest jetzt eigentlich schon durchprobieren ausklügeln. Also Schüsse höre ich gerade nicht. Da unten ist es. Ich meine, hier hat einer ein Zelt hingesetzt. Das ist natürlich schon mal weird. Das Zelt muss vor allem mal weg. So. Nee! Scheiße. Mach dich weg, ich will hier machen. Lass mich in Ruhe. Mist. Mann. Oh, so wird das nichts. Ärgerlich, ich habe den Komm abgezogen. Ach, Mann, oh. Ah, okay. Wo kam der denn jetzt her? Na gut, gleich noch eine Runde. So, der Bus fährt leider wieder ziemlich direkt dran vorbei. Könnte kritisch werden. Könnte kritisch werden. Ich denke, wir gehen das woanders hin. Direkt darunter halte ich für eine schlechte Idee. Aber wir können ja mal gucken, wie viele hier auch so aussteigen. Ja, guck mal, guckt euch das an. Wie viele da jetzt schon aussteigen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wirkt nicht so sinnvoll. Das wirkt nicht so sinnvoll. Wir gehen erstmal zu dem Haus hier. Bei dem Haus kann man sich erstmal ganz gut ausrüsten. Zumindest meistens. Da wäre auch schon mal eine Waffe. So. Genau. Gehen. So. Das ist doch schon mal was. Granaten brauche ich nicht, aber im Moment ist halt der Platz leer. Dann kann man es auch mitnehmen. So. Oder... Okay, jetzt kam einer genau hierher. Okay. Der hat mich halt fast komplett erledigt mit alleine, ohne... Also einfach so, mit dem Dings. Das war nicht so gut. Brauche jetzt schon Heil. Ah, wobei, wir können uns heilen. Wir können uns heilen. Okay. So. Wir müssen halt zu diesen Ruinen kommen. Bin mir so unschlüssig, wie ich da jetzt am blödsten hingehen soll, ne? Ich hoffe, wir kommen da einfach so hin. Wie sieht's eigentlich Dings aus? Okay, Dings sind wir gut.
Wir müssen uns nicht sonderlich Sorgen machen um die Zone. Aber wir müssen uns halt Sorgen machen um das Gebiet da an sich. Ja, scheiße, da sind halt schon jetzt wieder welche. Ach. So, stopp. Checkt er mich? Ich glaube, die checken sich nur gegenseitig. Ja, die sollen sich ruhig erledigen. Ich habe gar nichts mit denen am Hut. Will auch gar nichts mit denen am Hut haben. Will hier die blöde Tür öffnen. Zum zweiten Mal. Dafür muss ich jetzt aber wieder erst den Code rausfinden. Oh shit. Wo ist der hin? Oh Gott, die sind besser. Langsam. Ah, verdammt. Ah, die Gegner waren besser. Oder ich werde schlechter. Je nachdem. Okay, vielleicht brauchen wir doch noch einen Part. Ich werde einen Versuch noch wagen. Einen Versuch noch wagen. Und dann aber aufhören. Nicht, dass der Part eine Stunde wird. So. Der Bus fährt. Ah ja, seht ihr selber, ne? Er fährt relativ nah dran vorbei, aber vorher steigen auch schon einige aus. Mal gucken. Mal gucken, wo die alle so hinwollen. Ja, da geht schon los. Aber das wird ich. Es werden halt nach wie vor. Es werden immer viele zu den Ruinen gehen. Das ist das Problem. Das wird sich nicht ändern. Es werden immer viele dahin gehen. Ich meine, schaut euch das an. Das sind verdammt viele, die da landen wollen. Ich gehe gleich mal zu meiner blauen Kiste. Ist die hier? Ist die hier immer blau oder ist das auch mal eine normale Kiste? Okay, das ist auch mal eine normale Kiste. Das kann alles sein. Aber ist egal, Hauptsache Kiste erstmal. Okay, das ist jetzt nicht so die beste Waffe, mit der man starten will. Okay, das hier jetzt ist nur so ein Ding. Ah, das ist ja ganz schlecht. Das Gute ist aber, von hier aus kann man recht schön die ersten Steine da unten sehen. Aber das kann jetzt nur schief gehen. Da ist schon der Erste, der rumspringt. Also das kann jetzt nur richtig schief gehen. So, das erste Symbol wäre rot. Das geht nicht gut. Das geht nie und nimmer gut. Wieso ist jetzt hier so ein Tier? Das zweite Symbol ist auch rot. Nee, Mann, ich habe kein Interesse an dir. Lass mich in Ruhe. Shit. Ist der da oben? Ah, das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut.
nicht an die Kiste ran. Gute Waffe. Jetzt wird es ja auch noch so neblig, düster. Aber hier sind halt auf jeden Fall Leute. Das ist schon offen. Es hat schon jemand aufgemacht. Umso besser. Und der ist draufgegangen. Den hat's hier erwischt. Kann nur jetzt hoffen, dass mich keiner von hinten stören wird. Okay. Verbinde die Reliktsplitter. Wo? Wo ist das? Hier! Hier ist das! Da, schon wieder! Noch eine Nullpunkt-Energieschockwelle. Stärke 7,2. Der Nullpunkt hat die Relikte doch bestimmt hergebracht, weil wir sie haben sollen, oder? Wir haben es. Du hast das jetzt nicht von mir, aber da wir sowas wie Freunde sind... Es sieht nicht gut aus. Gute Vibes, 6 in 30 Tagen. Okay. Das heißt, diesen Teil hier, das alles zu nehmen, das gehört eigentlich gar nicht. Ah, das ist interessant. Das gehört eigentlich gar nicht zu dem, das ist einfach nur, das findet einfach nur auch hier statt. Ich verstehe. Ja, das macht es interessanter, muss ich gestehen. Das macht die Geschichte deutlich interessanter. Ah, ich hätte erst den nehmen sollen, scheiße. Das habe ich jetzt verpeilt. Aber macht nichts. Ja, aber was können wir jetzt noch kurz verfolgen? Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu verfolgen. Man könnte die Dinge jetzt noch verfolgen, damit man noch zwei tägliche Aufträge mit wegnimmt, aber ist jetzt nicht mehr so wichtig, tatsächlich. Okay, welche Waffe gebe ich denn mal her? Weil der Mednebel, den würde ich fast lieber mitnehmen. Ja komm, wir machen es so. Wir machen es so rum. Okay, dann snacke ich mir jetzt das Ding hier. Und dann rennen wir vor der Kugel weg. Wir wissen ja schon, dass die kommt. Und dann ist alles cool. Oh, nice. Sieht schon witzig aus, muss man sagen, wenn es durch ist. Okay. Oh, was nicht witzig aussieht, ist das, was da hinter mir kommt. Scheiße. Ich hab wieder eine Schuf gebast. Jetzt wäre das Tier hier hilfreich. Komm mal her, Kollege. Ja, ich helfe dir. Nein, bleib hier. Wir helfen uns gemeinsam. Abflug. Abflug. Ab durch die Mitte. Wir schaffen es. Okay. Oh, ich sollte vielleicht erst
anfangen zu heilen, wenn ich da durch bin. Okay, jetzt kann ich heilen. Gut, genau deswegen habe ich nämlich lieber den Mitnebel mitgenommen. Oh, das habe ich... Ich habe das gar nicht realisiert, dass das Ding... Dass das so ein Teleport ist für mich. Oha. Ich habe das nicht realisiert, dass ich dadurch teleportiert werde. Ich dachte so, das ist einfach da. Und nicht, dass das... Okay. Ja, gut. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Oh lol, was ist denn hier passiert? Was ist denn das hier für ein komischer Teich, wo überall solche Dinger drin sind? Das ist ja auch wild. Okay. Interessanter Teich. Wir können schon mal zur nächsten Zone gehen. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so schlecht. Der hat stillgestanden einfach. Ich bin so schlecht, ey. Ich bin so schlecht! Okay. Muss ich erstmal mein scheiß Schild aufladen, ey. Das kann nicht alles. Es ist doch. Gott, ist das traurig, ne? Krieg ich die Scheiße jetzt hin, den zu treffen oder nicht? Ich hätte ihn getroffen, wenn die scheiß Wand nicht davor gewesen wäre. Na bitte. Da kann doch nicht mehr viel fehlen. Na bitte. Schlecht, aber hat funktioniert. Oh, scheiße. Wo kommt der jetzt her? Okay. Von der Seite irgendwo. Egal, wir haben, was wir wollten. Wir haben, was wir wollten. Passt. Raus hier. Zurück zur Lobby. Alles abholen, was wir bekommen haben. Und raus da. Eieieiei. Ja. Teil 5 hat sich erledigt. Der Wissenschaftler braucht eure Hilfe, um es zusammenzusetzen. Haben wir gemacht. So. Level 65 haben wir erreicht. 20 Battlestand. Also insgesamt 5 Level, 4 Level zugenommen. Dann die Mission haben wir abgeschlossen. Und das haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Damit gute Vibes, wie gesagt, bis in 30 Tagen erstmal alles durch. Und dann gibt es noch Teil 6. Täglich ist jetzt egal. So, das wäre jetzt, ja... Das wäre jetzt alles, was man noch schnell machen könnte für 15k, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Wöchentlich, irgendwann finden wir noch den Realitätssetzling durch Zufall, der ein richtiges Ding dran hat. Und das hier sind ja sowieso Sachen, die einfach automatisch passieren. Ne? Gut. Und auch nicht weiter wichtig sind. Resti-Marken finden. Gut, das, klar. Ne? Das dauert mit seiner Zeit. Das wird alles so Stück für Stück sich aufbauen. Und ja. Auch das. Nichts, was davon läuft oder so. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind jetzt Level 65 schon. Wir sind weit über der Hälfte. Und sind dann bald irgendwo da unten angekommen.
Die besondere, das haben wir alles gemacht, ne? Genau. Hier, Indiana Jones haben wir komplett abgeschlossen. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Das hier ist was anderes. Ich glaube, das ist... Ja, das ist was anderes. Und ich glaube, ansonsten passiert jetzt auch nichts Neues mehr. Wenn ich das richtig sehe. Das hier sind halt die Sachen, die wir dann alle freischalten, wenn wir alles fertig haben. Dann klicke ich einmal hier unten auf alles einfordern und dann sind wir happy. Dann haben wir ganz viele verschiedene Aussehen und Dings und nicht, dass man das bräuchte. Wirklich nicht. Also wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber das ist halt so die Motivation, irgendwie das zu spielen. Gut. Jetzt gucke ich mal. Okay, eine Sache gucke ich jetzt mal kurz. Weil es mich gerade echt interessiert. Nein, das nicht. Ich will wissen, ob es bei den Optionen nicht eine Einstellung gibt, dass die Waffen automatisch aussehen. Also, das muss doch bestimmt irgendwas geben. Wir gehen jetzt mal kurz noch die Optionen durch. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr ja ausschalten. Aber mich interessiert, was es noch so gibt. Okay, ich meine, das ist Grafik, das kann nicht sein. Spiel. So. Sprinten umschalten. Bestimmt, ob Sprinten ein- und ausgeschaltet werden kann oder ob du mit gedrückter Taste sprinten. Also Sprinten finde ich so, wie es ist, richtig. Türen automatisch öffnen möchte ich nicht haben, weil sonst mache ich Töne zwingend. Bestimmt, ob die aktuelle Waffe mit der am Boden liegenden Waffe getauscht wird, wenn die Benutzen-Taste gedrückt gehalten wird. Nee, das will ich nicht. Zielen ein- und ausgeschaltet werden oder ob man mit gedrückter Taste zielt, das passt auch so. Während des Zielens Gefahren markieren. Okay, nee, das passt auch so. So, Waffen automatisch aufnehmen. Ist aber, geht nur um Platz im Inventar. So, das ist was anderes. Optionen ermöglichen, ein Waffen aufgesammelte Gegenstände oder Waffen eines bevorzugten. Also da könnte ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne im Ausrüstungsslot 5 hätte ich gerne die Dings und die Dings und so weiter. Das kann ich sagen, aber ich kann nicht favorisieren, welche Farbe oder so. Okay. Verbrauchsgegenstand rechts ein. Ja gut, das ist auch nicht so spannend. Gebäude, Tutorial, zusätzliche Spieloptionen. Nee, das ist... Also ich glaube, das mit dem... Ich glaube, man kann nicht einstellen, dass er automatisch die Waffen ersetzt. Schade. Sieht nicht so aus, als ob man das einstellen könnte. Wäre wahrscheinlich auch dann zu leicht oder so, ich weiß es nicht. Hat Optionen, ist alles an, ne? Okay, Verbindungsstatistik brauche ich nicht. Okay. Nee. Nee, also mir scheint mehr gibt es da nicht einzustellen, was das angeht. Na gut, ist wirklich schade, aber ist dann halt so. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sagt tschüss.